zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute basteln wir eine Triangle Corner Pop-Up Card. Riesenlanger Name, uralte Karte. Aber ich habe ein Notizblock von vor 5 Jahren gefunden und da hatte ich mir das mal notiert und habe das bis heute nicht gebastelt und ich denke, jetzt ist es soweit. Und das ist eine Aufstellkarte und die ist irgendwie richtig cool. Und in meinem Fall wird es jetzt eine Babykarte und ich zeige euch jetzt auch mal eben, was es geworden ist, weil ich kann es einfach nicht erklären. Ich zeige euch mal den kleinen Scheißer. Hier ist er. Also eigentlich ist das Blanko. Ich habe aber Reste gehabt und habe gedacht, das ist eine richtig coole Idee und das würde aussehen wie ein Häuschen, sieht es aber nicht. Und deswegen sieht es halt jetzt so aus, weil ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Aber letztendlich geht es auch nicht um das hier, sondern es geht um das Konstrukt, wie es aussieht, wenn man es aufklappt. Und ich zeige euch das mal eben. Es wird so aufgeklappt und dann lässt man das hier übereinander flitschen. Da wird es mit einem Magneten fixiert. Und hier in der Mitte habe ich so ein kleines Stempelchen koloriert und das kann ich aufstellen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ist das süß oder was? Also, das ist doch eine richtig süße Babykarte. Hier kann man was Kleines hinschreiben und damit es auch nicht unbedingt jeder sieht, wird das halt hier auch später so verdeckt. Ich habe das hier gemacht, weil man findet diese Karte natürlich überall im Internet. Die ist ja uralt, also, ne, also die Machart ist ja uralt. Und man findet die aber nirgends mal zugeklappt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, naja, wie sieht denn das aus? Weil man verschickt es ja nicht so. Also ich setze die ja jetzt nicht in einen Karton. Und sonst bräuchte ich auch keinen Magneten, dann könnte ich es ja festkleben. Deswegen mache ich das so, dass ich das einklappe, hier runterklappe und dann die linke auf die rechte Seite schiebe. Und das ist halt jetzt das, was man sieht, wenn man es aus dem Briefumschlag holt. Ist natürlich echt scheiße, aber ich gebe mir da nochmal ein bisschen Mühe und dekoriere das später nochmal rum. Habe aber jetzt leider auch keine Zeit mehr und das Video muss ja fertig werden. Und deswegen sieht das so aus. Ich würde aber sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie man das hier bastelt, weil es ist super einfach. Das sind 3 Falzlinien und ein Magnet und fertig ist das. Und dann kannst du dekorieren. Juti, also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen für die nächste einfache Videoanleitung. Und am besten direkt auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Materialien, die wir brauchen, um das kleine Scheißerchen hier zu basteln. Und los geht's! Für diese Karte benötigen wir zuallererst ein Stück Cardstock in den Maßen 21 x 21 cm. Dann habe ich mir den Rest aufgehoben, weil aus dem Rest müssen wir später 2 Kreise ausstanzen bzw. ausschneiden, je nachdem, was ihr zur Hand habt. Dann brauchen wir ein bisschen Designpapier. Ich habe mich hier heute für dieses Designpapier entschieden. Das ist von EcoPark und heißt Welcome Baby Boy. Das habe ich mir eigentlich nicht unbedingt gekauft wegen Baby Boy und Baby, sondern weil ich einfach die Farbkombination und die Gestaltungsmöglichkeiten ganz geil fand, weil man hat halt nicht so viel Baby. Es ist sehr gediegen und man kann es auch für sämtliche andere Projekte benutzen. In dem Fall wird es aber mal zur Abwechslung ein Babykärtchen. Also das muss ich jetzt mal dazu sagen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Magneten. Ein paar und das war es auch schon. Ein paar Stempel und was Schnick zum Verzieren. Ne? Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Präparation unserer Karte und das ist eigentlich auch super schnell gemacht. Wir schnappen uns ein Lineal, beziehungsweise wenn ihr jetzt ein großes Falzbrett habt mit Zentimeterangaben oder so, braucht ihr das nicht unbedingt, aber ich brauche das halt. Ich muss mir die Markierung setzen an dem Punkt, wo ich eine Falzlinie ziehen möchte und das wäre an einer der 4 Seiten bei 10,5. Und jetzt drehe ich das Ganze auf die andere Seite und mache mir auch eine Markierung bei 10,5. Einmal hier. Und das übertrage ich jetzt in mein Falzbrett. Oh, wartet. Sprich, ich suche mir jetzt hier einfach eine Rille und achte darauf, dass die Markierung da drin liegt. Und dann ziehe ich hier einfach eine Falz. So. Und auf der Seite mache ich genau das Gleiche. Einmal so. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist bei den oberen beiden Elementen das Ganze einmal diagonal falzen. Wie ich das mache, ist folgendermaßen. Ich lege hier oben das Ende der Falzlinie in meine schwarz gefärbte Rille, wie ihr unschwer erkennen könnt. Also ich habe hier einfach mit einem Bleistift, bin ich die 6 einmal hoch und runter gegangen und dann ist das halt schwarz, damit ich sehe, ah, okay, hier oben bist du richtig und hier unten bist du richtig. Also ich lege das Ende der Falzlinie von hier oben rein und das Ende der Falzlinie, die ich quer gezogen habe, hier unten in die Falzlinie. Ihr könnt das auch mit dem Lineal machen, aber jetzt sind wir ja gerade schon dabei und dann
dann kann man das ja auch so machen. Ne? Also jetzt habt ihr hier einmal eine Querfalz und das gleiche mache ich jetzt auch auf dieser Seite. Wieder darauf achten, dass das Ende der Falzlinie in dem schwarzen Bereich liegt und hier unten das Ende der Falzlinie auch und einfach eben ziehen. Das war's. Wir sind fertig. So, jetzt schnappen wir uns eine Schere und die einsame Falzlinie hier unten, die wird jetzt eingeschnitten. Und zwar bis zu der mittleren Querfalz. Warte, ich drehe das Ganze mal um. Ich mache das nämlich so, ich schneide einmal links und einmal rechts entlang des Falzknubbels, weil ich das einfach ein bisschen hübscher finde. Ihr könnt aber auch einfach die Falzlinie komplett einschneiden. Also einmal so bis zur Querfalz. Warte, ich muss den richtigen Winkel treffen. Und dann jetzt hier auch nochmal. Ich habe also quasi so einen ganz kleinen Schlitz hier rausgeschnitten. Und jetzt nehme ich mir eine kleine spitze Schere und schneide das hier einfach so, zuppel das hier raus. So. Da hat man ein kleines bisschen mehr Bewegungsfreiheit. So, was wir jetzt machen, ist alle Falzlinien hier einmal nachziehen. So. Und jetzt drehe ich das um und klappe diese schrägen Falzlinien auf die andere Seite. So. So sieht das Ganze, so sollte das Ganze jetzt aussehen. Und verschlossen wird die Karte oder zum Stehen kommt die Karte, indem man jetzt das rechte Element einfach so über das linke untere Element schiebt. Und dann habt ihr quasi hier diese hübsche Kartenform, die natürlich auch noch verziert werden muss. Bevor wir das aber machen, schnappen wir uns ein Magnetenpaar. Nee, das war ein Bindering. Achtet mal. So, ich nehme jetzt hier diese... Ich lasse hier ein Paar runterflitschen und ich ziehe jetzt an, also die kleben noch übereinander, ich ziehe jetzt an einem die Schutzfolie ab und klebe das hier mittig drauf, einmal hier. Und jetzt ziehe ich die wieder ab, also die andere, und schiebe das hier, also ich lasse es noch nicht fallen, aber ich schiebe das Ganze hier vorne vor die Falzlinie mit der Kante vor die Falzlinie und dann lasse ich das runterfallen. So, als nächstes können wir auch schon das Designpapier anbringen. Ich habe mir hier dieses Designpapier rausgesucht und zwar habe ich mir 4 Stücke strukturweiß zurechtgeschnitten in 10x10 cm. 2 von denen lasse ich intakt quasi und werde die hier unten auf die großen Flächen kleben und 2 von den 10x10 Stücken habe ich diagonal getrennt, sprich einmal so, ja, damit wir hier diese Dreiecke verblenden können. Ich möchte das so machen, dass ich das quasi als Basis nutze und das Designpapier kommt drüber, sodass ich noch von unten so ein kleines bisschen weiß erkennen kann. Das finde ich ganz schön. Ich habe mir das Designpapier, das eigentliche Designpapier, zurechtgeschnitten in 9,5 cm und auch das werde ich jetzt hier einmal diagonal trennen, aber nur bei diesem Element, weil... Wenn ihr so ein Motiv habt, da ist es im Endeffekt egal, ob es auf dem Kopf steht oder nicht. Wenn ihr aber jetzt so ein Motiv habt, dann könntet ihr quasi nur eine der beiden Seiten nutzen. Also habe ich mir nur dieses hier schon zurechtgeschnitten in 9,5 x 9,5 cm. Und jetzt, wenn ich das getrennt habe, nutze ich das als Schablone für... dieses wunderschöne Papier. Und zwar lege ich das, ich möchte jetzt die Monde, möchte ich hier an der Außenkante haben, sprich mein, ich muss mir jetzt hier das eine Element so drauflegen und das andere Element so auf das Papier legen, damit mich auch jeder Mond anguckt. Ne? Ansonsten würde einer der Monde quasi so in die falsche Richtung gucken. Das sieht halt nicht so aus. Also sprich, ich lege mir jetzt hier diese 2 Elemente auf das Designpapier und ziehe hier einfach mit einem Bleistift eine Linie und danach nehme ich mir eine Schere und schneide das einfach aus. Richtig oldschool. Wenn ihr eine andere Variante wisst, um nicht so viel Verschnitt zu haben, dann könnt ihr das gerne
unten in die Kommentare schreiben. Aber mir ist bis jetzt noch nichts anderes eingefallen. Deswegen mache ich es so. So, also die beiden Teile, die kommen hier hin. Da ist das nicht so wild, ne? So, und das hier schneide ich mir jetzt mal eben mit der Schere aus. Gut, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Verschnitt, aber wir verschneiden immerhin nur ein Papier und nicht zwei. Und das hier kann man ja immer noch nutzen, um, weiß ich nicht, irgendwas Kleines zu dekorieren oder die Elemente nochmal separat auszuschneiden oder wo, was auch immer, ne? So, ihr seht, jetzt gucken mich die Monde an und das ist natürlich eine richtig süße Sache. Ich liebe das. Für hier unten habe ich noch so einen Rest von, also aus dem gleichen Set, aber das ist halt jetzt kariert und das möchte ich hier nochmal so zusätzlich hier drauf kleben. Das sieht einfach neckiger aus, weil hier unten kommt jetzt gleich noch ein Pop-up-Konstrukt hin. Aber vorab kleben wir jetzt erstmal alles fest. Ich nehme mir hierfür ein bisschen Flüssigkleber und fixiere das Papier mal eben. Das hier ist jetzt soweit beklebt und wir können weitermachen mit diesem Pop-up-Aufstellerle. Hierfür brauchen wir eine Kreisstanze und den besagten Rest, den ich am Anfang nicht weggeschmissen habe. Beziehungsweise so große Stücke schmeiße ich eigentlich nie weg, die kann man immer mal gebrauchen. In dem Fall jetzt auf jeden Fall für diesen Aufsteller. Das ist eine Stanze, das ist vom Action irgendwas, das habe ich mal vor ein paar Jahren gekauft. Das hat einen Durchmesser von 4,5 cm. Ein kleines bisschen größer, das ist ja im Endeffekt egal. Ihr könnt es auch einen Ticken größer nehmen. Es darf halt nur nicht so groß sein wie die Fläche an sich. Also es sollte schon so ungefähr sein, ne? So, jetzt nehme ich mir die eine Seite und klappe die einfach mal Richtung Mitte und ziehe das hier ordentlich platt mit einem Falzbein. Also hier haben wir eine geschlossene Kante. Und jetzt schnappe ich mir diese Stanze und lege die hier an die geschlossene Seite und zwar so, dass jetzt der Kreis nicht das komplette Papier ausstanzt, sondern der Stanzrand quasi über das Papier guckt. Ich gucke jetzt mal von der anderen Seite. Normalerweise kann man das immer ein bisschen erahnen, bei der Action-Stanze jetzt halt nicht. Also ihr seht, ich achte darauf, sieht man das überhaupt? Ja, ne? Ich achte darauf, dass dieser Stanzrand ein bisschen übers Papier guckt. Jetzt nehme ich mir ein Stück Washi-Tape, drehe das um und fixiere das hier einmal, damit das nicht verrutscht. Und jetzt kurbel ich das mal flott durch die Big Shot. So, jetzt ziehe ich das hier mal vorsichtig runter. Und ihr seht, jetzt haben wir quasi eine 8, die hier in der Mitte aber verbunden ist. Ja? Was wir jetzt machen ist, die Oberseite einmal Richtung Falzlinie knicken. Und zwar so. Das muss nicht ordentlich sein, das Ding sieht man später eh nicht, aber so. Und das ist quasi euer Aufsteller für, also so sieht das dann aus, für den Stempel, den ihr da drauf drapieren möchtet. So, das Ganze wird hier festgeklebt und das kann man halt flach hinlegen, aber man kann es auch später aufstellen. Ja, also flach hinlegen und später aufstellen. Ich klebe das aber jetzt noch nicht fest, weil ich nicht weiß, wie groß mein Stempel wird. Ich verwende heute dieses Stempelset, weil das ist das einzige Baby-Stempelset, was ich habe. Und deswegen nehme ich das. Und ich arbeite heute, lass mich mal überlegen, mit was ich überhaupt arbeite. Ich nehme mir jetzt hier diesen riesigen XXL-Stempel und stempel mir das auf Aquarellpapier und dann koloriere ich das flott und dann geht's weiter. So ihr Lieben, ich bin fertig mit meinem Stempel. Ich habe das Ganze ganz schnell mit Aquarellstiften koloriert. Mehr schlecht als recht, aber irgendwie hat's was, finde ich. Ja, der Stempel an sich war ein kleines bisschen groß. Also hier unten gehört eigentlich noch dieses Little One dran, also Hello Little One. Das werde ich aber später hier vorne irgendwie fixieren, weil das Ganze, wie gesagt, wurde sonst zu groß. Ich präpariere jetzt mal diesen Stempelabdruck, damit wir das Ganze hier auch vernünftig draufsetzen können. Hierfür nehmen wir uns dieses Element, was wir uns kreiert haben, dieses Pop-up-Aufstehding. So, und wir haben das ja hier auf dem oberen Teil in der Mitte gefalzt, sodass wir das so hinstellen können. Und hier vorne auf dieser Fläche müssen wir den Stempel fixieren, also quasi so. Hierfür nehme ich mir ein bisschen Kleber. Und bring den jetzt hier vorne auf dieser eingeklappten Fläche einmal an. Und dann nehme ich mir meinen Stempel und halte den hier mal so vor, dass der auch ungefähr mittig sitzt. So, das Ganze klebt jetzt hier unten. Ihr seht, ich habe ein kleines bisschen Spiel nach unten hin. Und jetzt bringe ich auf dieser Rückseite Kleber an. Und suche mir jetzt hier
die Stelle, bei der der Stempel nirgends drüber guckt, also schön mittig. Ich würde jetzt mal sagen, ungefähr hier. Und dann lasse ich das Ganze nach unten fallen. Ich hätte es auch noch ein kleines bisschen höher schieben können, aber jetzt klebt es. Jetzt ist es zu spät. Ja. Gut, Pech gehabt. Ja, also wenn ich das Ganze zuklappe und das liegt flach, dann sollte das eigentlich passen. Und jetzt müssen wir uns hier vorne, wenn wir das Ganze hochstellen möchten, müssen wir hier vorne jetzt noch irgendwas fixieren, damit das hier nicht immer wieder runterklappt. Ne? Also wo man das quasi so drunter stecken kann. Und hierfür kommt jetzt auch mein Little One zum Einsatz, damit man das wiederfindet. Und ich habe noch hier so ein bisschen Rest von dem Sternchen. Und ich denke, das sollte eigentlich so weit passen. Das ist ja ungefähr so breit wie der Stempelabdruck hier, ne, wie ihr unschwer erkennen könnt. Hier klebe ich jetzt mal dieses Little One drauf und hoffe, dass das irgendwie passt. So wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Gut, das ist natürlich jetzt ein unterschiedliches Weiß, weil mein Aquarellpapier nicht strahlend weiß ist, sondern mehr so ein bisschen cremig. Aber egal. So, jetzt schneide ich das Ganze hier einfach einmal dass das gerade ist. Ja, das ist gerade. Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu unspektakulär. Also nehme ich mir hier den Rest von vorhin und klebe jetzt das Sternchenpapier nochmal auf das hellblaue. Und zwar so in die Ecke, dass ich gleich nur an zwei Seiten schneiden muss. Ungefähr so. Und jetzt schneide ich hier einfach einmal. Und jetzt merke ich auch, dass ich das vielleicht gerade ein bisschen schief geschnitten habe. Und jetzt natürlich nochmal, weil ich mit der Schere abgerutscht bin. Herzlichen Glückwunsch. So, ich habe jetzt hier auf der Rückseite ein 3D-Schaumtape fixiert. Das könnt ihr auch mit diesen Schaumpads machen. Ich achte immer so ein bisschen darauf, dass ich das hier unten genau an die Kante klebe, sodass ich hier oben ein kleines bisschen Spiel habe. Seht ihr, also hier habe ich jetzt kein Klebeband. Das heißt, mein Stempelabdruck kann da drunter richtig schön greifen. Und ich halte das jetzt mal ganz kurz. Also ich schiebe den jetzt mal so hoch, wie ich den später gerne stehen haben möchte. Und das ist ungefähr hier. So. Und da muss auch letztendlich dann mein hier dieses Ding da kleben, damit ich den da so festdocken kann. Das sieht auch eigentlich so ganz schön aus. Also es ist relativ mittig auch auf diesem Dreieck, was ich da noch festgeklebt hatte. Und jetzt ziehe ich das mal ab und hoffe, dass ich es gerade hinkriege. Also ich halte es nochmal so ein bisschen hoch und versuche das hier jetzt mal mittig drauf zu kleben. So, ja, das passt doch. Das ist doch schön, ey. Also ihr seht, mein Stempelabdruck, der hat hier vernünftig Platz, um hier unten ein bisschen anzudocken. Deswegen habe ich das Klebeband ganz nach unten geklebt. So, und dann kann ich es auch wieder schön flachlegen. So, ihr Lieben, und das war es auch eigentlich schon. Das ist unsere fertige Karte. Das Ganze sieht so aus. Und ich werde jetzt gleich im Anschluss noch dem kleinen Scheißer hier ein paar Augen verpassen, also ein paar Pupillen und vielleicht das hier noch so ein bisschen dekorieren mit Steinchen oder irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe aber jetzt auch keine Zeit noch das Ende abzudrehen, aber ihr seht ja die Steine auf dem Foto. Ne? Wenn das Video angefangen hat, dann sieht man ja immer ein paar Fotos. Was ich gemacht oder ich habe versucht, also wartet mal, ich fange mal so an. Ich habe nach dieser Kartenform gesucht, weil ich mir die irgendwann vor bestimmt 5 Jahren mal aufgeschrieben habe in so einem Büchlein, wo ich halt Notizen mache. Und das ist mir in die Hände gefallen. Deswegen bin ich auf die Karte gekommen. Und wenn du im Internet suchst, findest du irgendwie keine Variante, wo man das Ding mal zugeklappt sieht. Sprich, man sieht immer nur Fotos von den fertigen Karten. Ist ja auch sinnig, weil das ist ja das Highlight. Aber mich hat es halt interessiert, wie soll ich denn das verschicken? Ne, also was ich jetzt mache, ich habe nichts gefunden, also ich mache so, ich werde das hier so zuklappen und dann klappe ich das Ganze, die linke Seite auf die rechte Seite und dann habe ich das hier. Ich wollte Reste verwerten, Leute, und dann habe ich hier noch Sternchen und ein paar Monde gehabt. Ich glaube, ich schreibe hier vielleicht gleich noch den Namen hin oder irgendwie was, weil das sieht natürlich jetzt aus wie richtig nicht gekonnt. Aber prinzipiell ist das dann mein Einleitung, das ist quasi meine Einleitung in diese bombastische Karte. Wenn der Beschenkte das so rausholt aus dem Briefumschlag, dann gehe ich mal davon aus, dass er sich denkt, was mache ich denn hier mit? Und dann klappt er das ja automatisch so auf. Ne? Und dann fällt das auch irgendwie automatisch schon. Und dann hoffe ich mal, dass er durch Zufall merkt, dass hier ein Magnet ist und dass er das so zuschieben kann. Ansonsten muss man das halt einfach sagen.
So, ihr Lieben, das war's jetzt auch. Die Maßangaben findet ihr unten in der Infobox. Die Produkte, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Alles mit einem Sternchen ist ein Affiliated-Link. Das heißt, ich bekomme darüber eine kleine Provision, wenn ihr über diese Verlinkung kauft. Es ist für euch nicht teurer und ich sehe auch nicht, was ihr kauft oder so, aber ich merke es halt. Und alles ohne Sternchen ist halt kein Affiliated-Link. Das habe ich einfach so gekauft und weiß nicht mehr wo und habe es halt irgendwo im Internet gesucht und verlinkt. Jetzt würde ich sagen, macht es gut, schwingt den Hut, viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und tschüss!